So, da geht's auch weiter bei God of War 2 und ja, ich habe mich schon ein bisschen durchgekämpft. Ich habe die Medusen schon hinter mir. Kann natürlich sein, dass jetzt immer wieder ein paar neue kommen. Aber diesen Part, wo ich jetzt in der letzten Aufnahme, ich glaube, zwei oder dreimal dran gescheitert bin, den haben wir jetzt schon überstanden. Und wir kämpfen uns weiter bis zur Webstuhlkammer vor. So heißt dieser Ort nämlich, wo wir hin müssen, glaube ich. Ich stelle immer nur Vermutungen an und hoffe dann, dass ich damit richtig liege, aber egal. So. Okay, weiter geht's. Das ist nämlich ein ziemlich langer Weg, wie ihr vielleicht schon seht, der immer wieder von Kämpfen unterbrochen wird. Okay, jetzt kommen die. Aber ihr seid mir trotzdem immer noch lieber als Medusen. Ich bin nämlich bei den Medusen, um die Medusen zu besiegen, nicht die ganze Zeit einfach nur wie so ein blöder Flummi durch die Gegend gehüpft, um aufzupassen, dass ich nicht von deren doofen Strahl erwischt werde. Was auch ganz gut geklappt hat. Noch zusätzlich habe ich mich hiermit ausgerüstet. Moment, da. Mal gucken, ob es das bringt. Ja, nicht schlecht. Okay. Okay, jetzt nur noch die zwei fertig machen. Okay, da kommen immer mehr. Die gehen mir zwar auch auf den Sack hier, aber naja, die können uns wenigstens nicht, ja, ich sag mal, One-Hit killen. Dafür können sie uns aber ganz schön viel Energie abziehen. Der hält auch ganz schön viel aus, die dicke Sau hier. Okay, aber das war's jetzt mit ihm. So, komm schon. Zack. Tot. Okay, den hätten wir. Wir werden sogar wieder ein bisschen aufgeladen mit Energie. Der ist auch tot. Aber der noch nicht. Okay, jetzt ist er tot. Alles klar. Dann können wir weiterlaufen. Gucken, was uns noch so an Gegnern erwartet. Okay. Wieder etwas einfachere. Und ich kann euch echt nicht sagen, ob man jetzt, wenn ich jetzt hier verkacken sollte, warum auch immer, dass man, ob man dann wieder komplett von vorne anfangen muss. Ich hoffe nicht. Ich würde es aber schon fast glauben. Aber wenn es so sein sollte und ich echt verkacken sollte, obwohl hier sieht es ganz gut aus, kann sein, dass wir es geschafft haben. Naja, dann hätte ich jetzt gesagt, dann schneide ich und melde mich wieder, wenn ich kurz davor bin. Ach, zwei Trolle. Pff, ist doch kein Ding. Wo ist bitte das Problem? Außer, dass die mir ganz schön wehtun können. Aber das war es dann auch schon. Weil die Trolle sind nicht wirklich schwer. Sie sind nur sehr groß. Und können euch mit der Keule zu Matsch hauen. Aber ansonsten sind sie ganz harmlos. Wenn ihr jetzt hier seht, der eine ist nämlich schon tot. Der andere folgt gleich. Ach, da kommt noch einer, ja. Ich hätte auch eigentlich schon fast nicht damit gerechnet, dass es das war an Trollen. Und ich hatte mal wieder recht. So, und ich gehe mal hinter die Tür, hinter die Absperrung hier. So, die sind weg. Okay, ich vergesse immer, dass man die Attacken von den Trollen nicht wirklich abwehren kann. Weil dazu sind diese Hammer, die die haben, oder was auch immer das darstellen soll, einfach zu groß. Egal, der ist tot. Wir sind wieder voll mit Energie. Was sehr schön ist. Aua. Aua. Kommst mir nur so vor, da halten die normalen Gegner jetzt auch mehr aus als vorher. Aber egal, den Troll hätten wir, wenn ich das Quicktime-Event jetzt nicht verkacken sollte. Okay. Gut, jetzt seid nur noch ihr übrig. Und hier hat den Chris mal per Post zugeschickt. Na, hat natürlich nicht geklappt. War ja klar. Okay. Okay, da kommen noch zwei. Na gut. Dann werdet ihr auch halt noch leiden müssen. Und tschüss. Oh, wo kommt der jetzt her? Die wachsen immer aus dem Boden, die Viecher. So, und jetzt? Ah, sieht gut aus. Okay, was muss ich hier machen? Kaputt machen? Aha, alles klar. Aha. Oh, und da ist auch direkt ein Speicherpunkt. Ist das richtig, dass ich die so hauen muss und dann drehen? Sieht so aus.
Okay, ich speichere aber trotzdem mal kurz, weil ich das mit den Medusen doch schon gerne hinter mir hätte. Okay, weiter geht's. Pluto weht für jeden Sterblichen, jeden Gott und jeden Titanen den Faden des Lebens. Finde deinen Faden. Du wirst die Spiegel des Schicksals steuern können und die Quelle ihrer Kraft. Sie sind das Tor zurück in die Zeit, als Zeus dich betrogen hat. Ich find's schade, dass man nicht immer alles versteht, was sie da erzählen. Ach, guckt euch dieses eklige Vieh an. Ist ja ekelhaft. Aua. Okay, man kann die Arme schlagen und es gibt mir dann Zeit, irgendwas zu aktivieren. So wie es aussieht. Bleibt das denn auch offen? Ich hoffe mal. Oh, das könnte knapp werden. Okay. Ah, an der Decke kann man sich also lange hangeln. Gut. Oh, hau ab mit deinem ekligen Arm. Mir wird gerade spontan schlecht. Lass mich in Ruhe. Okay, da können wir auch noch was öffnen. Aber da hängen Leichen dran. Aber wie es aussieht, müssen wir da lang, weil da hängt nämlich so ein Seil dran. Okay, dann muss ich mich also erstmal irgendwie oben an die Wand heften. Ah, okay. Ich habe verstanden. Oh, ab, Vieh. Ich hoffe, dass ich es verstanden habe. Ja. Okay. Das ist ja ekelhaft. Aber egal, das Vieh wird auch sterben. Und zwar durch unsere Hand. Wie ich, glaube ich, auch in einem der letzten Teile schon mal erwähnt habe, dass wir gegen es kämpfen müssen. Oh, Wunder. Lässt du mich bitte los? Danke. Alles klar. Gut. Dann können wir jetzt... Wartet. Ich hau nochmal drauf. Ich hoffe, das bleibt dann auch länger unten. Das Arm. Das Arm von das Vieh. Okidoki. Gut, es ist offen. Die Hand bleibt bitte noch ein bisschen liegen. Okay, cool. Diese Macht wird nie für Sterbliche Okay, ich meine, ich hätte da eine Erinnerung gehabt zu haben, dass da auch irgendwas Fieses war. Okay, muss ich da zuerst hin? Ah, Leute, wieso tut ihr mir das jetzt noch an? Kurz vor Ende noch so ein blödes Rätsel. Ich hasse Rätsel. Ich hasse sie. Okay, wie komme ich da hoch? Hau ab mit deinen ekelhaften Händen. Okay, hier hängt noch so ein Ding. Was? Entschuldigung. Was passiert, wenn ich hier dran ziehe? Okay, dann geht ein Spalt auf. Bringt der uns denn was? Ah. Ah, aber da unten ist eine Kiste drin. Deswegen springe ich da erstmal selber rein. Ich schätze mal, wir müssen die Hand da einklemmen. Das könnte jetzt aber allerdings schon wieder zu spät sein, obwohl... Nee, sieht gut aus. Oh. Okay, was bringt das hier? Ah, okay, das kann ich verschieben. Das ist eine Urne. Ah, dann muss ich das wahrscheinlich unter das Teil da hinten verschieben. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Richtung. Okay, da sieht so aus, als würde ich da gar nicht weiterkommen. Nee, natürlich nicht. Da muss ich wahrscheinlich komplett andere Richtung, so wie es aussieht. Aber ich denke mal, dass ich vorher noch irgendwie die Hände von der außer Gefecht setzen muss. Deswegen gucke ich mal, was hier oben der Schalter so macht. So. Ah, okay, ich sehe schon. Ja, alles klar. Hab verstanden. Oh,
Hör auf, mich zu schlagen. Leg deine Hand dahin. Okay. So, und einmal Hand am Spieß, bitte. Okay. Ja, ich denke mal, sonst, wenn ich das hier rumschieben würde, das Teil, dass sie mich dann dauernd aufhalten würde mit ihren komischen Händen. Was mache ich mit der Hand? Da oben ist zwar ein Schalter, aber da komme ich nicht dran. Oder kann ich von dem einen darüber springen? Nö. Kann ich das hier? Ah. Aber bringt mir das auch was? Ich guck mal kurz. Was ist mit meiner Stimme los? Ich sollte mal was trinken vielleicht. Okay. Bin mir nicht sicher, ob das klappt. Vielleicht muss ich das dann auch einfach so schnell es geht dahin schieben, um dann, nee, geht nicht. Vielleicht schnell wie möglich dahin schieben und dann so schnell wie es geht, die hauen. Aber da ist auch so ein Ding. Zum Spießen. Ha. Huh. Wie mache ich das? Ich probiere es einfach mal. Ich schiebe das Teil jetzt einfach mal. Oder ziehe. So, komm. Komm mit. Wir haben was vor. Hm, okay, da könnte man... Also da kann ich nur hoch. Ich schätze mal, das ist falsch, was ich jetzt mache. Weil irgendwie muss man das Vieh auch aufspießen können. Beziehungsweise die Hand. Oder es geht, ich weiß es nicht. Probieren geht über Studieren, wie man so schön sagt. So, genau, dann stell ich mal hier hin. Die Hand haue ich nochmal, bevor die uns irgendwie dazwischen kommt. Und dann aktivieren wir mal hier die Urne. Okay, das heißt jetzt was? Ah, okay. Ich kann das ganze Teil drehen mit der Klinge. Das heißt, ich muss die jetzt wahrscheinlich über die Hand führen. Ja, und dann? Ah, okay. Ah, na das ging ja. Okay, mit ein bisschen überlegen klappt das schon. Gut, da geht's dann anscheinend weiter, so wie es aussah, weil da so ein Loch in der Decke war. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal für den Teil Schluss und wir sehen uns dann im nächsten Teil von God of War Teil 2 wieder. Bis dann.